Hallo, wir wollen jetzt die Aufgabe 10 machen von dem Aufgabenfuchs zum Thaleskreis. Hier haben wir wieder einen ganzen Kreis, der in der Mitte durch eine Strecke halbiert wird, die durch den Mittelpunkt geht. Die beiden Punkte hier, die beiden, sind am Kreis und der dritte Punkt ist hier bei diesem Halbkreis auf dem Kreis. Dadurch wissen wir, dass hier oben das ein rechter Winkel ist. Wir haben also ein rechtwinkliges Dreieck hier drin. Aber wir haben auch ein Dreieck, wo an jeder Seite A steht. Das bedeutet, dass alle Seiten gleich lang sind. Gleich lange Seiten bedeuten, dass auch die Winkel hier gleich sind. Da wir ja schon wissen, dass die Winkel in einem Dreieck 180 Grad betragen, also Alpha plus Beta plus Gamma ergibt 180 Grad, bedeutet also, dass von diesem Dreieck die Winkel alle 60 Grad betragen. Und hier auch 60 Grad. Denn 180 Grad durch drei gleich große Winkel sind halt 60 Grad. Jetzt können wir ausrechnen, wie groß dieser Winkel hier ist. Den nenne ich mal Gamma. Denn die beiden das sind zwei Winkel, die nebeneinander hier sind. Insgesamt ergeben die 180 Grad. Das heißt, 180 Grad gleich 60 Grad plus Gamma. Ich muss also noch die 60 Grad abziehen. Das heißt, hier in dem Fall ist unser Gamma 120 Grad. Wir wissen auch schon, dass dieser gesamte Winkel hier 90 Grad ist. Der ist 90 Grad. Also kann ich auch sagen, Beta ist gleich die 90 Grad minus den Restwinkel hier, minus die 60 Grad. Das sind also 30 Grad. Damit haben wir jetzt den Winkel und können jetzt Alpha ausrechnen. Denn 180 Grad sind ja so viel wie Alpha plus den Gamma, das sind in dem Fall die 120 Grad, plus die 30 Grad von Beta, die wir jetzt eben ausgerechnet haben. So, die sind zusammen 150 Grad, das Ganze zusammen sind dann 180 Grad. Also muss ich jetzt noch die 150 Grad abziehen von den 180, das sind 30 Grad für Alpha und dann habe ich das komplette Ergebnis. Okay.